Hallo zusammen. Coronavirus legt ja die ganze Gesellschaft lahm. Und deshalb habe ich mir überlegt, was kann man alles machen, was nicht gerade Netflix ist und wo man doch ein bisschen frische Luft kriegt und was Spannendes, Kreatives macht, ohne sich irgendwie anzustecken. Und ihr seht, hier hat es niemand weit und breit. Und wir sind hier im Wald und wir suchen jetzt Bärlauch, um danach ein herrliches veganes Bärlauchpesto zu machen. Lasst uns auf die Suche gehen nach dem Bärlauch. Das hier ist okay. Das hier bitte nicht. Das auch nicht. Wirklich nur solche Blätter. Genau, passt auf, dass ihr kein Ahornstab und Maiglöckchen erwischt. Die sehen schon ein bisschen ähnlich aus, vor allem die Maiglöckchen, aber ich denke, man kann es relativ gut erkennen und wahrscheinlich hat man früher einfach gesagt, dass das sehr gefährlich ist, um einfach sicher zu gehen, dass man da nicht das Falsche macht, so im Sinne von better safe than sorry. Aber ihr müsst euch da jetzt auch nicht so Sorgen machen. Ich habe jetzt gerade gesehen, wir haben noch ein Exemplar hier gesehen, das auch am Ernten ist. Da unten ist, glaube ich, ein Yeti. Wir haben jetzt hier die gesammelte Menge an Bärlauch. Es sind ungefähr 400 Blätter und mehr. Nein, es sind ungefähr 330 Gramm. Und hier haben wir noch die restlichen Zutaten. Wir haben hier Hanfsamen. Die werden wir ein bisschen mit Pinienkernen und Kürbiskerne mischen. Dann haben wir hier getrocknete Tomaten, Zucchini und Knoblauch aus dem Jura-Gebiet, Zitronenpfeffer, Paprika. Natürlich viel Öl, da brauchen wir noch ein bisschen mehr und ich würde vorschlagen, dass wir da noch mit Rapsöl ergänzen und dann natürlich viele von denen, die müsst ihr ganz heiß auswaschen. Und dann wird alles mal klein geschnitten, auch die Blätter, sonst gibt es dann ein Problem, wenn wir die versuchen zu pürieren, dass der Pürierstab dann Probleme kriegt. Ich würde sie nicht unbedingt waschen, die Chance, dass ihr an einem Fuchsbandwurm erkrankt, ist doch ziemlich klein. Ja, hier wird jetzt gerade die Gemüsemischung in kleinen Stücke angebraten. Hier haben wir jetzt eine Mischung aus Pinienkernen, Kürbiskernen und Hanfsamen, mehrheitlich Hanfsamen. Und hier wird gerade der Bärlauch klein geschnitten. Das kommt dann alles hier rein, gemeinsam mit ungefähr 6 Deziliter Öl. Die heißen, ausgespülten Gläser. Hier haben wir jetzt alle Zutaten gemischt und schon aufgekocht. Und jetzt wird das Ganze püriert. Ihr seht jetzt, wie schön geschmeidig das Ganze geworden ist. Das war also unser Bärlauchsammeln mit anschließendem Pesto machen. Saisonal etwas, was man tun kann während der Corona-Krise. Und dann würde ich sagen, guten Appetit